stehe sehr gerne auf Politik und ich rede nicht gerne über die Merkel. Also ich rede zwar gerne, aber ist ja auch egal. Okay, die Merkel, wer will, für den ist sie gut, wer nicht will, für den ist sie nicht gut. Wir können ja mal eine Diskussionsrunde über Gronkh starten. Was ist Gronkh? Was ist Gronkh? Gronkh ist, wenn man krank ist und im Bett liegt. Bitte? Gronkh ist, wenn man krank ist und im Bett liegt. Ja, aber gut, ja, bei euch ist das Gronkh, dann vielleicht bei uns ist es krank. Also ist Gronkh krank? Kannst du auch so nennen? Gronkh ist krank. Gronkh. Ja, bei euch, aber nicht bei uns. Bist du Gronkh, oder? Ich spreche Hochdeutsch, ja, nicht so ein Ossi-Deutsch. Das ist kein Ossi-Deutsch. Ja, hier, ich meine damit Österreicher-Deutsch. Sagt ihr eigentlich zu Österreich, sagt ihr zu Österreich Österreich oder sagt ihr... Nein, was machst du denn da? Das soll so nicht sein. Bist du schon in den Herzenfahrt? Der kommt Holz hin. Nein. Das ist nur ein Durchgang zum Keller hin. Weißt du, was du bauen kannst, wenn du willst? Du kannst eine Etage hier drüber bauen. Gleich kommst du, kannst Holz abbauen, wenn du willst. Hast du mein Birkenholz schon abgebaut? Ja, Birkenholz liegt in der Kiste. Echt? Oh, du willst... Oh, perfekt. Nee, verarschst du mich, oder was? Ich verarsch dich, du weißt. Nee, ist doch Birkenholz drin. Du kannst echt... Das habe ich hergezaubert. Das habe ich hier nicht mit, abgebaut. Mit Treppe oder was auch immer. Wie du das machst, ist mir egal. Ich will den Keller hier eigentlich ganz gerne bauen. Den Cover? Nicht den Cover, den Keller. Hey, wir könnten da aber so ein Scheiß dazu bauen mit Schmiede und so. Dass wir in extra Häuser gehen mussten, weil ich Crafting-Haus, Schmiedehaus. Was, weil du willst immer so komische Häuser bauen? Aber ich finde, diese Häuser eignen sich gar nicht auf einer Map da, wo kein Multiplayer-Server drauf ist. Ja, trotzdem. Also ich habe früher mal Let's Plays gemacht, wo ich nur blöd herumgerannt bin und Sachen umgebracht habe und hat sich eine Scheiße. Ich renne ja nicht blöd rum, ich mache auch was. Aber das war irgendwie witzig, das muss ich schon sagen. Das war witzig. Ja klar, das ist witzig. Aber wir waren noch bei Gronkh. Wir wollten über Gronkh reden. Was ist Gronkh? Jetzt sag mal, ich weiß ja nicht so viel drüber. Das stimmt, er weiß wirklich nicht viel über Gronkh. Ja, und deshalb schneidest du... Deshalb schneidest du wieder mal das Thema an. War so klar. Oh. Ich muss Tornados, 5 Sekunden später, wir haben ein anderes Thema. Ja, irgendwie das Thema Tornado, was soll ich denn darüber erzählen? Ich bin noch kein Wissenschaftler. Tornados sind cool, die sollte es in Minecraft geben, das wäre irgendwie voll geil. Das ist so eine Erweiterung für Notch, das könnt ihr machen. Wollte das denn einer schon mal machen? Ich habe das irgendwo, glaube ich, sogar schon mal gehört, dass das so einer mal vorhatte. Vulkane sind auch ziemlich geil. Das wäre auch geil. Da gibt's so einen Vulkan. Ich hab gerade voll die Fahrstuhlmusik an. Fahrstuhlmusik? Ja, kein Witz. Wo ist die ganze Kohle hin? Ich hatte doch vorhin noch fast ein Stack Kohle. Hast du die rausgenommen? Ich hatte Hunger. Nee, jetzt war ganz im Ernst. Nee, hab ich nicht. Ich brauch die nämlich. Da müssen wir wohl Holz reinmachen. Wir können. Ah, weißt du noch, am Honeyball See, oder habe ich auch Kohle gefarmt? Naja, deine Kohle. Naja. Andere Kisten. Die haben wir übrigens nicht veröffentlicht, kann man in dieser Folge sagen. Auf jeden Fall bis jetzt noch nicht. Ich weiß nicht, ob wir das noch machen. Aber also die Kisten, die haben wir natürlich selber gefarmt aus den Kisten. Ich will das jetzt wieder retten, ne? Aber das sage ich jetzt trotzdem. Wir waren auf einem Server von Honeyball. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber sie hatte ja mal, beziehungsweise sie hatte inzwischen, ich glaube immer, jetzt immer noch, weiß ich ja nicht. Du kriegst ja die Fahrstuhlmusik an. Wieso like a beautiful man? Weil er jetzt hier gerade singt. Genau, ich kann auch sowas machen. Kein Bild, aber ich schwöre, ich bin hübsch. Also, klappt immer. Peter, machst du gerade eine Etage oben drauf? Soll ich eine Etage bauen? Ich sag noch immer Holz gefahren. Sag aus, als wenn irgendwie, machst du gerade eine drauf? Da mache ich eine drauf. Ja, mach das. Das wäre cool. Weil ich hätte hier eine Idee, was wir hier machen können. Nee, ich mache aber dazu noch so eine Area, wo man raufgehen kann. Also so eine, dass man da reingehen muss und da kommt man in ein Stiegenhaus, okay? Nee. Da rein. Bitte? Da rein, da kommt man in ein Stiegenhaus und da kann man dann rauflaufen. Also so ein Treppenhaus willst du bauen? Genau. Das ist okay. Ich will das, ich hab so eine ganz bestimmte Vorstellung von diesem Haus, ja?
Ja, und genau, du hast eine Illusion, ich weiß schon. Und ich weiß nicht, ich muss das irgendwie jetzt voll so irgendwie so ähnlich haben. Wir können dann das nächste Haus bestimmst du, wie das gebaut wird, das ist mir dann egal. Okay, das wird wahrscheinlich so ein... Ja, weiß ich, das war glaube ich Fehler, was ich das gesagt habe. Das wird so ein Ghetto, das weiß ich jetzt schon. Hast du das Glas eigentlich schon gebrannt? Ich brenne doch kein Glas. Wozu holst du dann Sand? Ja, da du hast gesagt, du willst eine Sandburg bauen. Nein, ich hab nur gerade hol mal Sand, ich brauch Sand. Für was brauchst du Sand, wenn du keine Sandburg bauen willst? Ist ja voll langweilig. Ja, genau, ist ja langweilig. Da braucht man, muss man schon eine Sandburg bauen, sonst ist ja... Wir brauchen viel Kohle, wir brauchen Kohle oder ganz viel Holz. Haben wir noch viel Holz? Wir haben viel Holz in der Kiste. Ich brauch nämlich einiges jetzt. Ich hab ne Fliegen auf den Kopf, ich bin ein Döner. Den Döner macht schöner. Was? Das heißt, ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, nicht hier, aber ich hab ne Fliege auf dem Kopf. Ach so, Zwiebel. Sorry, Leute. Wer es kennt, das war kein Fehler, ihr habt euch nur verhört. Das war kein Fehler, ihr habt euch nur verhört. Das ist doch so logisch, echt. Ah, jetzt lass doch meine Logik in Ruhe. Ich hab vier. Ich hatte gar nichts gemacht, ne? Ich hab noch immer eine bessere Logik wie Superflo. Er hüpft in den Tod. Ich finde, das sieht übrigens schon eigentlich ganz gut aus, weil ich weiß ja, was es werden soll. Du brauchst aber... Aber, boah, ist das dunkel hier drin. Du brauchst ja voll die Gruft von Graf... Dracula und irgendwas. Graf Frankenstein. Graf Frankenstein. Du brauchst ja viel zu steinisch. Steinig. Steinisch. Da kommt doch mal Holz rein, irgendwann mal. Boah, bis wir hier fertig sind, das dauert aber lang. Wir müssen noch mal eine Farm anlegen, dass wir nicht jemand auf dem Trockenen sitzen mit Essen. Essen, was ist das? Weiß ich nicht. Eine Stadt. Essen? Hessen? Nee, Essen. Essen gibt's auch als Stadt. Essen gibt's als Stadt, echt? Ja. Ich kenne nur einen, der aus Essen kommt. Oh mein Gott, ich hab das kaputt gemacht! Was hast du kaputt gemacht? Was hast du kaputt gemacht? Was hast du kaputt gemacht? Nix. So, ich will mal ganz mal meine Fackel hier machen, dass das alles so ein bisschen Einklang ist. Mit dem Chi. Das passt aber nicht. Doch. Jetzt verarscht mit einem anderen, das passt schon. Das ist der Chi. Noch diese Kinderserie, die ich heute überguckt. Darf ich dir jetzt was sagen? Wer nicht fragt, bleibt du. Weißt du, was mir ich jetzt gerade gedacht habe? Was denn? Kennst du die alten Plattenspieler? Oh ja. Weißt du noch, wenn man eine CD eingelegt hat, dann hat es ja immer so und manchmal gemacht, weißt du, und so stecken geblieben. Das hat mich jetzt gerade bei dir gedacht. Ich hab so einen Plattenspieler nie zum Laufen bekommen, nie. Den hat man immer schlagen müssen, dann ist er wieder gegangen. Du bist jünger als ich, woher weißt du das? Wir haben noch so. Aber die sind ziemlich geil, ja. Kannst du keinen CD-Player leisten oder was? Nee, das ist antike, also wir haben nur einen ziemlich alten Zeiger. Ich hab mal so ein Ding bei 1Live gewonnen. Antike? Du hast antike bei 1Live gewonnen? Ich hab so, das war auch so ein Plattenspieler mit CD und USB, also sowas. Aber aus Holz war das, ne? Das war richtig geil. Das war im Wert, ich hab mal den Wert kostet 230 Euro. Bei 1 Live gewonnen. Hey, kannst du mir. Oh, ich raste da schon wieder aus, Alter. Ich hab das, wenn ich mal zu viel Glück weghaue. Er ist ein Perfektionist, das müsst ihr wissen. Nee, eigentlich gar nicht. Ich bin froh, wenn ich damit fertig bin. Dann muss auch nicht mal alles. Was machst du denn hier für komischen Zeugs? Achso, das war ich ja. Aha, immer die anderen beschuldigen. Mhm, das wissen wir jetzt schon. Wir sind alle Zeugen. Boah, Alter, Peter, ich komme gleich zu dir und schlag die so zusammen. Will ich sehen. Ja, das siehst du dann. Ja, deshalb. Das hängt bei mir. Ich hab grad mal. Ich muss noch aufwärts. Das nervt mich gerade so doll.
Ich habe eine Fliege auf dem Kopf. Ah, ich habe eine Zwiebel auf dem Kopf. Ich bin ein Föhn. Ah, ein König. Ah, ein Döner. Nimm bloß nicht den Greenstone raus, ne? Den brauche ich, das ist ganz wichtig. Ich habe die Birkenholz raus. Ich habe eine Fliege auf dem Kopf. Ich bin ein Zwiebel. Der Erfinder dieses Lied wird mich umbringen. Bitte? Der Erfinder dieses Lied wird mich sicher umbringen, ne? Ich missbrauche es für irgendwelche Dinge. Der Erfinder ist ein totaler Trottel. Echt? Ich hasse das. Ich hab ne Fliege auf den Kopf. Ich bin. Wie kann man nur singen? Ich hab ne Zwiebel auf dem Kopf, ich bin ein Döner. Wie kann man so einen Schrott nur singen? Mal ganz im Ernst. Man heißt. Es war einmal. So, jetzt brauche ich hier mal endlich jetzt dieses Scheißding rein. Was hast du mit der. Mit. Warum sagst du immer diese Kraftausdrücke? Das ist ganz nicht... Zeit schon. Ich sag noch viel schlimmere Sachen, wenn ich gerade nicht aufnehme. Ich versuche mich einmal ein bisschen zu. Du versuchst dich zu amüsieren. Nee, zu zusammenzureißen. Ich hab ne Fliege auf den Kopf, ich bin auch wieder. Zwiebel. Denn Zwiebeln. Boah, was ist das denn so? Phelps kackt mich so an, ich schwöre, ich schmeiß meinen Laptop gleich gegen die Wand. Ich will sehen, aber leider ist es nicht aufgenommen dann, oder? Ja, geht ja wohl schlicht. Soll ich mit Phelps aufnehmen, während ich meinen Laptop gegen die Wand werfe? Du hast du ein Handy? Wie kann man doch? Nee, ich hab kein Handy, weißt du? Wer hat heutzutage kein Handy? Meine Oma. Ja, toll. Ah, mein Opa, mein Opa. Wir könnten ein Lied singen. Setzt euch ans Lagerfeuer. Ich weiß, warum das hier gerade so nix ist. Wir brauchen unbedingt Schafe. Dass wir ganz halt so weiterlenken, bis es Tag ist. Ach, verdammt, 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 es ist Tag. Mir ist es Tag. Warum leckt das dann bei dir bei mir so? Es ist noch nicht Tag. Draußen leckt es nicht. Das wird nicht so doll. Immer verdammt, ich kann, ich kann da nicht zwei Stockwerke bauen. Das zweite Stockwerk hat leider so einen Scheiß. Das hat nur eine Höhe von 2. Das geht nicht. Wie geht das? Klar geht das. Dann sieht man das auch von aus. Was machst du denn hier? Ja, ist doch egal, das kann man halt draußen. Okay, viel Spaß mit Bauen. Nee, das brauchst du. Ich bin noch lange unten. Das hängt gerade so und ich hoffe nicht, dass ich das hier gleich noch mehr hängt. Das sieht hier total beschissen aus, weißt du was? Sorry, aber du hast einen Geschmack irgendwie, kann das sein? Bei mir sieht das nicht so schlecht aus. Doch, sie. Ja, du, welche Texte verkasst denn? Du hast keins drin, oder? Ich habe mein eigenes zusammengemischt. Ja, genau so sieht das aus. Okay, nee, Marcello. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Einfach bauen. Du sollst ja nicht dekorieren, du sollst ja nur das Ding da bauen. Dekorierst du nachher, okay? Ja, dekorieren. Ich baue das dann später aus. Du dekorierst es. Ich grabe ohne Schaufel mit einem. Wir holen uns mal ein Bett aus, was soll's. Ich hol keine Betten. Warum? Die müsste ich jetzt wieder so weit laufen und abbauen. Ja, was machst du denn? Was denn? Ja, was hast du denn jetzt vor? Ich grab Dirt ab. Boah, ey, soll ich das Ding hier schon wieder Peter und seine Dirthäuser nennen? Du bist voll schlimm, weißt du das? Ich grab Dirt ab, dass ich nachher wieder was anderes hinsetzen kann. Boah. Außerdem ist Dirt wichtig. Nee, wofür? Man braucht es für zum Aufschütten für Boden. Ich glaube, ich sag dir jetzt mal zu gar nichts, ne? Sonst wird er nur gar. Der ist mal nur im Rummeckern. Ich wette, irgendwelche Leute sehen. Ich wette, irgendwelche Leute sehen sich das Let's Play immer nur an, weil wir zwei uns immer schleppen. Ja, du bist ja auch voller Idiot. Ja, allerdings, du.
Was machst du hier? Hey, da ist Eisen da vorne. Das ist meins. Ich bin hier am Abbauen. Geh weg. Mein Eisen. Verpiss dich. Geh. Peter, geh raus. Das ist bei mir hier zu doll, wenn du immer durch mich durchspringst. Oh, ich bin wie so ein kleines Kind. Dankeschön. Ich hab's gemerkt. Und fehlt dir deine Mama? Na so, jetzt weiß ich nicht, wie ich das hier bauen soll. Fuck you. Ich hab's gewusst, du musst deine Mami fragen. Mama! Und ist sie da? Auch wenn, dann würde sie nicht hören, weil ich sie nicht Mama nenne. Wie dann? Ich nenne sie Mom. Das macht eigentlich heutzutage jeder schon, ne? Ich hätte mir damals nur angefangen. Hey, Mimi! Mimi! Was für Mimi? Statt Mama. Mami, nein. Wie nennst du die denn? Mama! Wir machen das die immer in den Bergen? Halleluja! Ihr nennt eure Mutter Halleluja! Oh, nicht schlecht. Nee, Mama. Mami, Mamu, keine Ahnung, irgendwie so als. Nicht Mamu, das habe ich jetzt nur so gesagt. Mamu? Herrlich. Okay, mein Stiegenhaus sieht scheiße aus. Ich mach das neu. Boah, heftig, Alu. Was ist mit Alu? Weiß ich nicht. Meine Spitzhacken, ich habe so viele Spitzhacken durchgegackert. Und wieso jetzt Alu? Ich wollte gerade sagen, Alu, Mann, von Ender bricht er aus. Ich weiß auch nicht, was ich hier noch. Keine Ahnung. Was? Du redest da mehr Schwachsinn als ich. Ja, heute schon. Das ist eine Leistung, die schafft nicht jeder. Nee, das stimmt. Ach, fucker. Und du redest für das Zeug, also. Nee, für das Zeug war das jetzt gerade nicht. Ich sag sowas immer. Sorry, weil ich sag sowas immer, wenn ich. Oh Mann, jetzt! Ha, jetzt hab ich ihn rausgebracht. Mission erfolgreich ausgeführt. Bitte? Jetzt hab ich ihn rausgebracht. Mission erfolgreich beendet. Jetzt kotzt mich einfach nur an, dass sie hängt und ich kann dagegen nichts machen. Und diese Scheißmusik, so eine Gammelmusik, warum habe ich mir sowas nur runtergeladen? Ich hatte doch noch ein schönes Lied hier. Die wilden 60er waren. Ich habe hier noch ein schönes Lied, das mache ich jetzt an. In my dreams I love to love to you. In my dreams I. So, Schnauze jetzt. Ah, das ist ein schönes Lied. Heute ist ein schöner Tag, das. Ich wette, das passt überhaupt nicht dazu, was ich da dazu oder her singe oder so. Hier läuft gerade ein Haus, beziehungsweise so ein Dance-Mix. Es läuft ein Haus, ein wunderschönes Pferd. Bleibt mal kurz ruhig, bitte. Ich stopp mal ganz kurz das Lied und mach mal ganz kurz eine neue Aufnahme. Wir sind gleich wieder da.